Ja, hallo, guten Morgen. Meine nächste Wanderung steht heute an. Ich bin jetzt hier gerade auf der Halde Preußen und der erste Anstieg war schon sehr beschwerlich. Das sind vielleicht mal 30 Meter hoch hier höchstens, aber ich bin schon zweimal hingeflohen, weil die ganze Halde mit unserem glitschigen, klebrigen Scheißboden überzogen ist. Und hier findest du mit keinem Schuh einen vernünftigen Halt. Also die Halde ist bis jetzt schon der Hammer hier. Der Boden, das ist irgendwie so eine glitschige Pampe. Das Zeug ist so extrem. Das klebt einen an den Sohlen fest und da läufst du rum wie auf Schmierseife. Wenn du fliegst auf die Schnauze, wenn du nicht aufpasst, das geht schneller, als du glaubst. Aber ich bin vorsichtig und es wird schon irgendwie gehen. Mal schauen. Ja, ich komme jetzt gerade hier an so einem wunderschönen See vorbei und ich wusste überhaupt nicht, dass es hier sowas gibt. Es steht auch Baden verboten. Keine Ahnung, wie dieser See hier entstanden ist, aber mit Sicherheit ist er nicht natürlich. Ja, also ich muss sagen, ich bin begeistert. Eine wunderschöne Landschaft, ein wunderschön angelegter See mit Strand da unten und da werde ich jetzt auch noch mal schauen gehen.
entdeckt. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Ganz toll gelegen. Im Hintergrund sieht man ein paar Windräder. Ich weiß nicht genau, wo das hier ist. Wie das heißt. Ich hätte so gerne noch die Mavic Mini noch verfliegen lassen. Aber der Wind ist so stark heute, dass ich Angst habe, dass ihn da abtreibt und ich sie nicht mehr wiederkriege. So, da fand hier gerade so ein Jogger vorbei, den habe ich noch angesprochen, was denn das hier wohl für ein See ist. Also ich kenne ihn gar nicht und er sagte, das ist der Loheider See. Habe ich noch nie gehört und bin sehr überrascht, dass es hier so einen großen See gibt. Rundherum ist auch wunderschöne Natur, jede Menge Wald. Also es sieht wirklich klasse aus. Tja, jetzt bin ich hier schon wieder an so einem wunderschönen kleinen See gelandet. Auch bei diesem weiß ich nicht, wie der heißt. Aber es ist ziemlich dicht an der Autobahn. Aus dem Grund darf ich hier leider die Mavic Mini nicht fliegen lassen. So, gerade habe ich da hinten zwei Angler angesprochen. Waren Belgier, aber die wussten halt, dass dieser traumhaft schöne See hier Waldsee heißt. Es liegen hier so ein paar alte abgesägte Bahngleise rum, die enden hier im Nirgendwo. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt die Bahnverbindung hier weiter ging, bevor man hier angefangen hat, vor vielen, vielen Jahren den See zu graben. Die Wanderung neigt sich jetzt langsam dem Ende. Ich bin jetzt wieder auf diesem glitschigen Untergrund unterwegs, das ist die Halde Bolzen. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht auf den letzten 2 Kilometern den Hals breche hier. Weil man kann sich gar nicht vorstellen, wie glitschig das ist. Und vor allen Dingen der Boden, der klebt wie Patex unter den Schuhen fest. Und jeder Schritt und jeder Tritt ist ja wirklich echt zum Abenteuer.